Hallo Leute, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich eine Fernsehhalterung, eine Wandhalterung mache. Und zwar habe ich jetzt verschiedene Hölzer willkürlich aus der Werkstatt ausgesucht. Ich habe die schon zugesägt teilweise. Und was ich da gemacht habe und wie es weitergeht, das könnt ihr jetzt gleich sehen. Also dann. Das erste Maß, was ich berücksichtigen musste, war der Abstand der Befestigung hinter dem Bildschirm, also auf der Rückseite des Fernsehgeräts, und es war 10 mal 20 cm. Nun kann man das sich Pi mal Daumen machen, wie ich es gemacht habe, oder man kann es sich richtig nachzeichnen. Ich habe das Ganze zugesägt auf, also hier haben wir 10, ich habe das Ganze zugesägt auf 136 Millimeter. Und dann habe ich ein 18er Brett genommen, einfach die Linien so gezogen, und schon hatte ich hier dann dementsprechend die Löcher, die Maße. Und das kann man jetzt so sehen. Also das hatte ich auch umgedreht und wieder genauso hier ebenso habe ich einfach die Striche gezogen. Und nun hier kann man sehen, dass die dann dementsprechend perfekt gelungen sind. Hier natürlich auch. Und hier wird also der Fernseher angeschraubt. Dann wollte ich, dass diese Halterung ein bisschen schräg hängt, weil der Fernseher soll höher sein als die Augen selber vom Betrachter, und da dementsprechend soll der Blickwinkel senkrecht drauf fallen. Dazu habe ich jetzt auch noch die Wandhalterung gemacht. Hier, das wird jetzt hier noch appliziert, so rum, genau, und dementsprechend kriege ich hier einen den schrägen Winkel, wenn es so aufliegt. Mit dem hier. Das habe ich schon angewinkelt. Kann man jetzt erkennen, dass es jetzt nicht mehr 90 Grad ist. Das Anwinkeln, das funktioniert wunderbar mit einer Schmiege. Und hier haben wir so eine. Und dementsprechend kann man den Winkel da gut bestimmen. So, was muss ich jetzt machen? Einfach, genau, das wollte ich noch erzählen. Hier habe ich aufgebohrt statt gesenkt und dann die Durchbohrung mit dem kleineren Bohrer. Das Ganze habe ich hier auch nochmal vorgebohrt, damit das alles passt. Nun habe ich hier zwei Schrauben, die dann dementsprechend der Länge hin auch gut hinkommen. So. Hier haben wir ein Buchenholz, oberhalb ist ein Birkenholz. Und dementsprechend sind es stabile Hölzer. So, was ich nun mache, ist Folgendes. Ich werde hier mal zwei. Das hätte ich eigentlich auch größer aufbohren können, und das werde ich auch noch wahrscheinlich machen. Muss ich mal schauen. Mit einem Viererbohrer kann ich das machen. Ja. Okay. Die habe ich eben hingestellt. Jetzt muss ich gucken, dass die auch einen festen Stand kriegt. Hier hatte ich vorher eine andere Säulen. Bohrständer.
man sieht, wenn man den hier nicht ordentlich verriegelt, dann löst sich der Bohrer auch. Dementsprechend mache ich hier jetzt auch noch mal diese Markierungen. Ich wollte nämlich muss ich nachher noch schauen, wie weit das funktioniert. Ja, das dürfte passen. Okay, dann nehme ich mir mal einen 15er Forstner Bohrer. Streichmaß kann ich ja auch noch mal anzeichnen, und zwar wollte ich jetzt mal nächsten Forstner Bohrerlöcher hier aufbohren. So. Mit einem Hakendreher kann ich diese hier einsetzen. Okay, da ist jetzt einmal die Halterung dafür, und hier können dann dementsprechend kann dann der Fernseher eingehakt werden, so dass er dann locker da hängt. Locker deswegen, damit ich nachher auch an die Anschlüsse dran komme. Also hier kann ich dann dementsprechend dann hochlupfen, den ganzen Fernseher, und ich komme an die Anschlüsse dran.
USB oder sonst was auch immer, Kabelanschlüsse, und dementsprechend könnte das gut sein so. Hierfür brauchen wir 4 mm Schrauben. Die Aufnahme am Fernseher ist 4 mm und hier habe ich dann ein bisschen größer gebohrt, damit da noch ein Spiel ist und damit das auch sicher reinpasst. Das war einmal aus der Werkstatt. Die Ansichten und die Herstellung, und dann wird es noch montiert und dementsprechend kann der Fernseher angehängt werden. Der Standfuß muss jetzt weg. So. Das Ganze drehe ich jetzt mal vorsichtig um. Und dann habe ich einmal das Brett hier. Ich habe jetzt schon die Schräubchen vorbereitet. Jetzt zeigt sich, ob das auch alles gut passt. Ja. Wunderbar. Das hier geht auch gut rein. So, das war einmal die Halterung hiervon. Jetzt erfolgt die Wandmontage. Die Wandmontage, die Dübel sind schon gesetzt. Jetzt habe ich hier recht lange Dübel, es sind 4,5 lange Schrauben. Sind 4,5 mal 70. So. Das ist jetzt mal die waagerechte Halterung. Jetzt kommt der Bildschirm. Und dementsprechend soll der schräg hängen, so wie jetzt. Das kann ich natürlich noch kürzen, dass er höher hängt. Und dementsprechend kann ich ihn auch kippen, um anschließend die ganzen Kabel wieder einzustecken, wo die jetzt hingehören. Ja. Optisch ist es jetzt kein Highlight. Das müsste, wie gesagt, versteckt werden hinter dem Panel. Und... aber so vom rein technischen her ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist schräg und es lässt sich kippen und dementsprechend bin ich zufrieden damit. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch mit meinen Videos. Ciao, ciao!